Betrachte das als deine DedSec-Taufe, Retro. Deine Mission, wenn du sie annimmst, ist es, Blooms Sicherheitstüren zu umgehen und reinzukommen und dann dein persönliches CTOS-Profil zu finden und zu löschen. Was sie auch gegen mich in der Hand haben, alles erlogen. Und ich lasse mich nicht mehr schikanieren. Noch ein Grund für eine Säuberung. Wir werden zusehen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Übrigens, habe ich dir eine Playlist als Soundtrack gemacht. Hoffe, sie gefällt dir. Das ist Zeitverschwendung. Er ist nicht drin. Hab dich. Das ist er also. Er hat eine Knarre. Ist das ein Problem? Also, für Probleme habt ihr doch mich hier, oder? Stopp die Zeit. Ich bin neugierig. Zu spät. Er ist drin. So schnell? Und sagt nicht, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, keine Ausflüchte. Eine richtige Antwort. Ich stehe einfach nicht auf Aliens oder Videospiele. Es ist nicht bloß ein Alien, es ist... Hat hier noch jemand Probleme mit seinem Handy? Oh Gott! Ja, das hatten wir doch gesagt. Ja, ich höre nie zu. Aufgewachsen, aber in... Was wir wissen ist, dass er im DedSec-Chat rumhängt und wirklich gute Referenzen hat. Also wollten wir ihn mal testen.
Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Bisher hat es noch keiner geschafft, sein CTOS-Profil zu löschen. Ich will sehen, ob er clever ist, stur ist oder beides. Schon mal gemacht. CTOS hat ihn als Hauptverdächtigen in einem Hightech-Einbruch genannt, also... Er war im Knast. Gemeinnützige Arbeit. Nicht genug Beweise. Nur anhand von CTOS prädiktiven Algorithmen. Aber einmal im System... Immer im System. Ach du Scheiße. Er hat's gemacht? Ihm bleibt nicht viel Zeit, bevor die Backups hochfahren. Warmgang? Da drin sind es bestimmt 50 Grad. Mein Respekt hat er. Der gibt echt alles. Level gefunden. Warum soll ich so eine Bedrohung sein? Das ist doch Bullshit. Ich könnte natürlich auch...
Ich baue einfach eine kleine Backdoor ins System ein, dann komme ich später wieder rein. Sorry, Bloom. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Er kommt raus. Schnapp ihn. Ja. Sofort stehen bleiben! Hilf ihm! Wo zur Hölle geht's hin? Josh! Okay, okay. Fick dich, Bloom! (lacht) 2013 ergriff Chicago die Chancen der Smart Cities mit CTOS, einem verbundenen Betriebssystem für Massendatenüberwachung, Sicherheit und Transitprogramme. Mit ein paar hundert Zeilen Code konnten Hacker die zentralen Server kapern und das ganze Netz lahmlegen. Viele hielten den Angriff für das Ende der Smart City-Entwicklung. Sie lagen falsch. Direkt aus Silicon Valley koordiniert wurde CTOS 2.0 in den ganzen USA implementiert und eröffnete das Internet der Dinge. 6,4 Milliarden verbundene Geräte dienen als Sammelpunkte, zeichnen unsere täglichen Routinen auf und schaffen ein sichereres und invasiveres System. Aber wer hört sonst noch zu? Big Brother arbeitet nicht mehr allein. Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann. Spielzeug studiert ihre Kinder, meldet Marketingfachleuten ihre Gewohnheiten. Geräte, Konsolen und Heimsicherheitssysteme öffnen Unternehmen ein Fenster in ihr Privatleben. Jeder kann aus der Ferne die Kontrolle über ihr Fahrzeug oder Mobilgerät übernehmen, jederzeit. Vielleicht halten sie sich für immun oder unterschätzen das Risiko. Jedoch ihr digitaler Schatten ist kompromittiert. Versicherungen überwachen ihre Gewohnheiten mit Algorithmen, um ihre Haftung zu errechnen. Krankenkassen bestimmen, ob es sich lohnt, ihren Krebs zu behandeln. Manipulierte Suchergebnisse und Newsfeeds beeinflussen ihr Wahlverhalten und lenken soziale Strömungen im großen Maßstab. Sie sind jetzt weniger wert als die Daten, die sie produzieren. Das ist die neue Realität. Untertauchen ist keine Option mehr. Die persönliche Freiheit ist zunehmend in Gefahr und viele wehren sich. Whistleblower, Aktivisten und Hacker haben die Fronten abgesteckt und das Establishment aufgeschreckt. Doch sind sie selbst gefährlich? Oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Oder sind sie jetzt die letzte Bastion der Freiheit? Und? Bin ich drin? Willkommen bei DedSec. Ohoho. Ich bin Zitara. Dieser Süße hier ist Josh, a.k.a. Hot Sauce. Yo, du bist Hot Sauce? Mann, ich stehe auf deinen Threadhouse-Hack. Echt krass. Danke. Dieser Irre ist Ranch. Das Wohl von vielen. Und dieser Casanova ist Horatio. Was geht, Bruder? Was geht, Mann? Das ist die Crew, hä? Huh? Ihr habt echt lang gebraucht, mich zu holen. Shit. Ihr habt Blooms Bullshit gesehen. CTOS steuert nicht nur die Infrastruktur. Die Menge persönlicher Daten, die das Ding hier sammelt, ist echt total abgefahren. Ja, das sind Big Brother und Little Brother. Alles in einem. Hä? Es sieht alles, was du tust, und verpetzt dich. Dank dir, Josh. Also, was machen wir jetzt? Vorschlaghämmer oder Feuer? Nein. Vorschlaghämmer und Feuer! All diese Daten an einem Ort heißt
Die lehnen deinen Scheißantrag schon ab, bevor du ihn abschickst. Herzlichen Glückwunsch, Ihre Kreditkarte wurde im Voraus abgelehnt. Dein Haus oder die Versicherung? Fuck. Das ist nicht mal das Schlimmste daran. Die ganzen Daten in der Hand der Regierung? Die verknacken dich schon, bevor du was angestellt hast. Ging mir auch so. Jetzt weiß ich auch wieso. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Scheiß drauf! Scheiß drauf, Mann! Wir sind Hacker. Wir sind cleverer und dreister. Ich sag, wir decken die Scheiße auf. Wir zeigen allen, was Blum vorhat, Mann. Wir zeigen allen, dass ihre Daten missbraucht werden. Um unsere Freiheit zu rauben. Fuck. Ich habe eine Backdoor installiert, da brauchen wir einfach nur durchgehen. Moment, du hast... Was? Eine Backdoor installiert, da brauchen wir nur noch durchgehen. Bingo! Hey, Mann. Hast du eine Uhr? Ja, Mann. Schon gut. Ein bisschen spät zum Joggen, oder nicht? Hey, Mann, was machst du? Fliehst du vor den Cops? Vielleicht bin ich einer. Hey, du, kennen wir uns nicht? Schöne Party noch. Fick dich, Blum. Ich werde eine scheiß gute Zeit haben.